sind die Menschen, die zusammen hier sich diese Erde teilen. Und wir haben ein Recht auf unser Leben, wir haben ein Recht auf unseren Atem, auf unsere freie Entscheidung. Wenn wir niemand anders schädigen damit, dann ist da überhaupt kein Problem. Dann können wir alle in Frieden auf dieser Erde leben. Und wer Angst hat vor Krankheit, der soll sich eine Maske aufsetzen. Ist doch okay. Wer grüßt Gott miteinander? Wir haben es geschafft. Wir wollen da! Das ist unsere Kraft. Danke, dass du in dein Herz gehst. Oh, mit Tage Jeho Jassen. Grüß Gott! Grüß Gott! Ist ein ganz besonderer Gruß für mich. Das ist das schwäbische Namaste. Ja, das heißt, ich grüße das Göttliche in dir. Ich habe immer so den Appell ans Herz. Ich mache immer die Herzensrede und vielleicht habt ihr auch gehört, wie ich dem Polizisten auf der Bühne ins Gewisse geredet habe. Er soll sich doch bitte an sein Herz begeben und das Richtige tun. Und viele sagen dann zu mir, ja, das war ja alles schön und gut und ihr mit eurer friedliche Herzensbewegung da, was soll das schon bringen? Und ich würde einfach da gern heute mal ein bisschen was dazu sagen, warum das was bringt und wie das so funktioniert. Ich denke schon viele Jahre immer in verschiedene Ebenen. Es gibt so meine persönliche Ebene, dann gibt es die Ebene in meinem sozialen Umfeld, dann kann man vielleicht überlegen, was ist denn in Deutschland los? Und dann gibt es aber auch eine Ebene von denen ganz, ganz große Räder, die in der Welt sich so drehen. Und wenn man diese ganz, ganz großen Räder gar nicht gewohnt ist, dass es die gibt und wie man da einwirkt, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, was da eigentlich passiert. Und deswegen steht schon in der Bibel, dass man sie an ihren Werken erkennen wird. Und wenn man das macht, wenn man ganz genau schaut, was bewegt eigentlich was, wo sind denn die Ziele, wenn man die ganz, ganz großen Räder anschaut, diese globalen Dinge, diese geopolitischen Dinge, und wenn man dann immer wieder die Ebenen runtergeht, dann sieht man, was eigentlich passiert. Und ich habe das persönlich schon ganz lange angefangen, also so richtig Fahrt aufgenommen hat es damals am 11. September. Und ja, deswegen ist mir es auch nicht so schwer gefallen, das sofort zu erkennen, als das losging. Am Anfang Januar habe ich das schon beobachtet. Entweder wir sind jetzt komplett in der Freiheit oder wir werden jetzt eine ganz besonders interessante Zeit bekommen. Und jetzt ist diese ganz besonders interessante Zeit gekommen. Was ganz klar ist, wenn man in einem Land, in einer, wo eine feste Gesetzgebung stattfindet, wenn man dort etwas bewegen möchte, von der Politikersicht aus, dann ist es sehr toll, wenn man Notstandsgesetze hat. Und immer wieder werden solche Notstandsgesetze sozusagen hervorprovoziert, damit dann das Geplante durchsetzbar ist. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nur in seinem kleinen Umfeld sich bewegt, wenn man jetzt nur sein soziales Umfeld hat oder wenn man vielleicht als Eremit lebt oder so, dann kriegt man das ja alles gar nicht mit. Wenn man aber die Aufgabe hat, Dinge in einem politischen System, in einer Gesetzesumgebung zu verändern und dort was zu bewegen, was die Menschen nicht wollen, dann braucht man zum einen Angst und zum anderen Notstandsgesetze. Jetzt hat man deswegen praktisch weltweit einen, da kommt der nächste Punkt, einen unsichtbaren Feind erschaffen. Das ist immer das Beste. Ja. Im Werner habt ihr es gesehen, die Russen kommen, ja, das war dann der imaginäre Feind, der so weit weg ist, den man eigentlich nur vom Hörensagen her kennt. Und mittlerweile ist das alles in unsere Köpfe näher gerückt. Deswegen braucht es jetzt wieder einen unsichtbaren Feind. Und dieser unsichtbare Feind, das ist einer, den man nie finden kann, weil diese Viren, die kann man nur indirekt nachweisen, heißt es so. Und jetzt wird darum fabuliert und erzählt und hier ein Experte, dort ein Experte. Und ich stelle mir dann manchmal die Frage, ja, ist der Bhakti überhaupt der Gute und der Drosten der Böse? Oder sind die eigentlich beide nur ein Teil von so einem Puppentheater, wo wir irgendwas mitkriegen sollen, was gar nicht so relevant ist? Und genau das ist der Eindruck, wenn man die ganzen Zahlen und Statistiken und alles auswertet, dann gibt es nur einen unsichtbaren Feind, den wir nie besiegen können. Es gab eine andere Überlegung, die ich mal mitbekommen habe. Da hieß es, wir müssen irgendeine außerirdische Macht herbeibringen, damit man gegen die kämpfen kann. Und dann wäre das auch so eine Überautorität.
Das hat man aber nicht gewählt, man hat diesen kleinen unsichtbaren Feind genommen und damit weltweit Notstandsgesetze hergestellt. Mit diesen Notstandsgesetzen kann man jetzt mit uns alles Mögliche machen, mit irgendwelchen Rechtfertigungen, die wir sowieso nicht richtig verstehen. Wir müssen das regelrecht studieren, um da reinzukommen. So, und jetzt gibt es dieses riesige Rad, gegen das wir gar nicht ankommen, weil wir kommen ja gar nicht ran. Wir können nicht mal mit den Politikern sprechen, weil die werden uns sofort wegschieben, die schicken die Polizei, machen unsere Demonstrationen zunichte, obwohl eigentlich alles erlaubt war. Und so kommen wir nicht mal in die Nähe dessen, dass wir sagen können, stopp, wir haben auch einen Blick auf die Dinge. Und das wird dann mit diesen Masken und mit diesen ganzen Regelungen, die ihr kennt, mit dem Abstand und so, wird das alles immer mehr zementiert in unsere Köpfe. Letztendlich ist es so, dass nur weil wir an diesen unsichtbaren Feind glauben und Angst haben und jemand kommt und eine Lösung präsentiert, nur deswegen sind wir überhaupt bereit, das alles mitzumachen. Sonst hätten wir hier vielleicht ein tolles Fest, wenn wir schon zusammenkommen und würden tanzen. Wir würden sicher etwas näher beieinander sitzen. So ist aber die Geschichte aufgebaut, dass wir überhaupt nicht unser natürliches Dasein leben können. Eins meiner Lieblingswortspiele ist, dass ich immer den Begriff normal streiche und mit natürlich ersetze. Es ist gerade normal, dass wir Masken tragen, aber natürlich ist es auf gar keinen Fall. Es ist auch normal, dass wir Abstand halten müssen, wenn wir uns begegnen, hier im offiziellen Rahmen, aber natürlich ist es nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen und eigentlich haben wir alle das Bedürfnis, angenommen zu sein und miteinander zu sein und uns in unserem Familienraum oder in unserer Gemeinschaft auch sicher zu fühlen. Und das wird uns genommen. Das ist vollkommen unnatürlich, wie wir uns verhalten. Es ist sehr wichtig, dass man schaut, wo setzt es an. Das setzt auf dem irrationalen Rahmen an, über Notstandsgesetze weltweit. Die haben das jetzt in viele kleine Dinge unterteilt. Also wenn jetzt ein Land ausschert, dann sind alle anderen immer noch da auf Linie und dann kann man dieses eine Land niedermachen. Ja, und irgendwann müssen die einlenken, die werden dann wirtschaftlich isoliert und die werden in ein schlechtes Licht gerückt und so weiter. Und so macht man es auch mit einzelnen Leuten. Also ich werde selber gerade, obwohl ich die ganze Zeit Herzensbotschaften aussende, werde ich die ganze Zeit mit Schmutz beworfen. Also selbst wenn gar nichts davon stimmt und wenn das an der Arbeit so ist, bleibt doch bei manchen Leuten in die Köpfe sowas hängen. Und so passiert es über das Fernsehen. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal gehört, dieser Beitrag von Monitor wurde zitiert. Ich habe das mal zusammengeschnitten. Das kommt demnächst raus auf meinem Kanal, der Mann im roten Shirt, den legen wir jetzt ganz neu nochmal auf. Da könnt ihr das dann anschauen, wie der Herr Restle oder Reschke, ich weiß immer gar nicht, wie der heißt, wie der 104 Mal Framing verwendet. Der hat praktisch den Michael so oft mit in dieses Umfeld reingestellt, bis einer, der ihn noch nicht gekannt hat, denkt, ja Mensch, der Michael, der muss ja total der rechtsradikale Typ sein. Ist er aber nicht. Ja, das ist genauso ein Herzensmensch und ein sehr schlauer Mensch auch. So, und diese Übermacht dieser Medien und diese Übermacht von irgendwelchen Leuten, die eben an den Schalthebel der Macht vom Gesetzgeber her sitzen, ja, das ist sehr schwierig dagegen anzukommen. Es funktioniert eigentlich nur, wenn wir das sichtbar machen können, wie blöd die eigentlich sind. Ja, und das ist der Weg, den wir mit Querdenken auch gehen. Wir müssen zwar einiges erleiden, wir sind so die einzige Demo jetzt heute in München. Ihr habt den Livestream auf der Herfahrt angeschaut. Da ist das gleiche wie in Berlin. Wir werden praktisch da extra behandelt, also nicht gleich wie alle anderen, wie zum Beispiel eine Antifa-Demo oder sonst nur irgendwelche Demos. Ja, wir müssen da ganz besonders scharfe Regeln einhalten und dann wird die ganze Zeit das Programm gestört. Ich bin übrigens heute auch hier, weil ich keinen Bock drauf hatte diesmal. Und hab gedacht, ich komme lieber hier nach Wiesbaden, da ist es gleich schöner.
Ja, und es ist tatsächlich so, der Michael musste seine Rede mindestens dreimal unterbrechen heute, weil die Polizei irgendwas wollte. Und das sind dann praktisch solche Störversuche, dass die Botschaft nicht ankommt und dass das später auch kein flüssiges Bild ergibt. Und diese ganze Störung und das alles zeigt aber, ja Moment mal, wieso wird denn der dauernd unterbrochen? Oder wieso werden die Leute auf Abstände hingewiesen, obwohl die alle Abstände haben? Ja, dann gibt es einen Abstand, was weiß ich, 1,50 Meter und die Leute haben 3 Meter Abstand und es wird immer noch gesagt, die sollen noch mehr Abstand haben. Und dann wird es sichtbar und dann kann man auch diese Rechtswege gehen. Und das ist eben der Weg, den wir insgesamt gerade gehen. Und es kann funktionieren und es wird funktionieren und es hat auch schon funktioniert, weil es friedlich ist und weil es mit der Liebe und mit der Freiheit einhergeht. Und diese Forderungen, die wir haben, Freiheit, Frieden, in Liebe und die Grundrechte eines jeden Menschen, das ist die Basis von allem, auch von der Antifa. Und egal welche Gruppe, der Weg, den wir gehen, das ist der, dass alle reinpassen. Und damit kann die Politik überhaupt nicht umgehen. Da hat ja auch der Söder gesagt, ja, da marschiert zusammen, was nicht zusammen gehört. Und da demonstrieren Leute zusammen, die gar nicht auf einen Platz gehören und so. Und da drehen die durch. Das müsst ihr euch mal überlegen, was wir da erreicht haben. Die sind total machtlos gegenüber uns, weil sie gar nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil wir nicht mehr gespalten sind. So, und jetzt nochmal zu dem ganz großen Rad. Diese großen Räder, die in dieser Geopolitik gemacht werden, die funktionieren auch nicht mehr, wenn alle zusammen sind und keiner mehr gespalten ist. Wenn nicht mehr die Deutschen gegen die Russen sind und nicht mehr die Türken gegen die Griechen und was weiß ich, wer alles gegen wen ist. Wenn das gar nicht mehr stattfindet, dann kann man da auch gar keine Spaltung mehr reinbringen und dann kämpfen die gar nicht gegeneinander. Und dann kann man ja gar nichts machen, dann kann man gar nicht mehr steuern. Ja, und das ist der Punkt, was wir jetzt erreicht haben, ist eine weltweite Aufmerksamkeit. Mit diesem Thema, wie es hier steht, Freiheit und Friede und Liebe und wir sind da zusammen und wir scheren uns nicht drum um das, was normal ist, sondern machen das, was natürlich ist, nämlich ohne Maske, ohne Abstand und wir feiern ein richtig cooles Fest. Und eine wichtige Botschaft ist dabei immer, erinnert euch an euer wirkliches Menschsein. Ich habe da auch schon mal vor langer Zeit schon ein Video gemacht. Das war dann für meine Verhältnisse super erfolgreich, weil ich einfach nur gesagt habe, hey, erinnere dich doch mal, wer du bist. Wir sind hier Menschen, wir sehen alle auf unsere Art irgendwie schön aus. Wir haben alle schöne Gesichter und wir haben irgendein schönes inneres Leuchten. Und in jedem von uns schlägt ein Herz. Und jeder hat so seine Geschenke, die er mit in die Gemeinschaft reingeben kann. Und ganz sicher müssen wir uns nicht hinter irgendwas verstecken. Und wir brauchen auch kein Attest, um zu zeigen, dass wir einfach frei atmen wollen. Wir haben doch das Recht, einfach hier als Mensch zu stehen und zu leben, wie wir das wollen. Erinnert euch daran. Das Ganze hat sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Und das Bewusstsein, das uns gerade gegeben wird, ist, dass wir angeblich machtlos sind. Aber wir sind gar nicht machtlos. Wir haben die Politik schon an einen Rand gebracht, dass sie gar nichts mehr wissen, außer selber Gewalt zu erzeugen. Und was die große Scheiße ist, aus ihrer Sicht, wir machen da immer noch nicht mit. Wir bleiben friedlich. Und ich warte immer noch drauf, dass der Herr Geißel endlich zurücktritt. Ich finde es unsäglich, dass er sich da noch nicht dazu geäußert hat, auch mit seiner Polizeipräsidentin. Die haben uns absichtlich ein Konzept auferlegt, wo sie mit Gewalt gearbeitet haben, weil sie nur davon ausgegangen sind, dass das verboten wird. Es war aber nicht verboten, es war erlaubt und zwar durch alle Instanzen erkämpft. Und dann haben die immer noch das Konzept gehabt, dass sie uns mit Gewalt zurückdrängen müssen. Und so etwas kann in einer Demokratie nicht funktionieren, dass wir extra behandelt werden,
dass nicht gleiche Maßstäbe angesetzt werden und solche undemokratische Menschen, wie die in Berlin da verantwortlich sind, das kann nicht funktionieren und die müssen sofort zurücktreten und die müssen sich dazu äußern und auch rechtfertigen und sie können gerne in unserer Gemeinschaft bleiben und in Liebe sich da anschließen, aber sie dürfen kein solches Amt mehr ausüben, weil so kann man nicht mit uns Menschen umgehen. Und das gilt auch für die ganzen Institutionen, wie die WHO oder wie irgendwelche Europäische Union oder irgendwelche Länder, die genau diese Regeln anwenden. Die haben da nichts mehr verloren. Wir sind eine große Menschheitsfamilie. Dieser Begriff wird immer wieder genannt. Und es ist auch so, wir sind die Menschen, die zusammen hier sich diese Erde teilen. Und wir haben ein Recht auf unser Leben, wir haben ein Recht auf unseren Atem, auf unsere freie Entscheidung. Wenn wir niemand anders schädigen damit, dann ist da überhaupt kein Problem. Dann können wir alle in Frieden auf dieser Erde leben. Und wer Angst hat vor Krankheit, der soll sich eine Maske aufsetzen. Ist doch okay. Ja, ich habe jetzt noch eine Sache, ich lese ja normalerweise nie ab. Aber das habe ich mir jetzt heute ausgedruckt, weil immer wenn ich wohin gehe, eine Stadt, wo ich vorher noch nicht so bewandert bin, was da war, oder wenn ich jetzt neu dort bin, dann lese ich mir immer was durch, um zu schauen, wo bin ich denn, dann lerne ich was über unser schönes Land und über die Menschen, in welcher Umgebung die leben. Und jetzt habe ich hier aus Wikipedia über Wiesbaden was ausgedruckt. Und da geht es um die Nassauer. Da gibt es eine nassauische Residenz ab 1744. Und ja, ich kürze es mal ab. Da gab es nämlich dann ein Ereignis, nämlich auch einen Aufstand. Die revolutionären Ereignisse des Jahres 1848 gingen auch an Wiesbaden nicht spurlos vorbei. Am 4. März versammeln sich 30.000 Nassauer Bürger im Zeitalter der Postkutsche, eine ungeheure Menschenmenge, die Zahl der Einwohner deutlich überstieg, vor dem Stadtschloss und verlangten vom Großherzog das Zugeständnis einer Verfassung, welches sie auch erhielten. Und wenn damals 30.000 Menschen mit Postkutsche wohin kommen sind, dann möchte ich euch das nächste Mal alle in Berlin sehen, dass wir da sind und unsere Freiheit zurückholen. Vielen Dank. Oh. Diese Befreiung vom Mund-Nasen-Schutz und der ist tatsächlich sehr unangenehm, auch diese mit dieser CO2-Rückatmung und vor allem um unserer Regierung mal zu zeigen, wie Pandemie eigentlich wirklich geht, habe ich mir jetzt das Ding hier gekauft. Auch gleich wieder von hier, ja, gestern in Sinsheim, da habe ich auch schon Grüße nach Berlin gesandt an den Herrn Geisel. Herr Geisel, Sie werden mich nicht los. Ich komme wieder, ganz definitiv. Ich zeig mal Gesicht hier. So. Doch Liebe hat im Herzen seinen Ursprung. Nur dort wird Liebe gefunden. Nur dort ist der Ort, um Liebe zu verstehen und zu erkunden. Nur so ist Liebe zu geben gut gelungen. Namaskaraya Ich freue mich, euch hier zu sehen. Es ist ein wundervoller Tag und es ist ein sehr friedlicher Tag, weil es alles in deiner Hand ist. Und weil das Volk Besitzer von diesem Land ist. Und weil das Volk Besitzer von diesem Land ist! Willkommen! Du wirst denunziert, denn sie wollen dich in dem Aus behalten. Die Divide and Conquer, ihre Taktik ist uns aufzuspalten. Stiften die Konflikte an, wir lassen sie das Chaos verwalten. Unsere Krise, ihr Profit, es ist gar nicht auszuhalten. Vorbei die Tage, deine Hände bitten aufzuhalten. Du willst diese Welt mit deinen eigenen Händen ausgestalten. Ich will alle Hände in der Luft sehen, bitte. Diesmal zeig mal weiter. Das ist Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla bla.
Ja, danke euch nochmal, dass ihr hier seid. Bravo.